Hallo zusammen zu meinem 59. App-Review. In diesem Video habe ich jetzt das erste Mal 5 Applications, vorher hatte ich ja immer 3. Und jetzt nehme ich halt auch mehrere dazu. Ich habe jetzt den Namen dann halt vorne geändert, dürfte jetzt 5 neue Applications oder so stehen. Und ich habe wieder 2 kostenlose für euch und 3, die 79 Cent kosten. Und wir fangen auch gleich mal mit dem ersten kostenlosen an. Das nennt sich Block Hero Free. Und Block Hero Free erinnert sehr, sehr doll an Tetris, hat aber eine bisschen andere Spielmechanik. Hier im Hauptmenü gibt es einmal Play, eine Anleitung, dann noch was es in der Vollversion gibt. Das hier ist nur eine Light-Version, dann ein Max-Level, das ihr geschafft habt und eure Highscores. Ich gehe jetzt hier mal auf Play und jetzt seht ihr hier das Spielfeld und dieses, wie bei Tetris, diese Blöcke sozusagen. Das Besondere hier dran ist jetzt aber diese Linie, ich weiß jetzt nicht, ob man die so gut sieht, die durchtrennt sozusagen die beiden Spielfelder. Und jetzt zum Beispiel würde der rote nach unten fallen und der grüne nach da, weil die halt auf verschiedenen Spielfeldern liegen. Jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt kann ich das hier wegklicken und so weiter. Ja, damit wäre auch schon das ganze Spielprinzip erklärt. Hier unten läuft halt die Zeit, an die kann man sich dann halt halten. Dann weiß man, wann die ungefähr runterfallen. Ist sehr, sehr nett gemacht, aber manchmal hakt es noch halt an der Steuerung. Ihr könnt die Blöcke drehen, indem ihr einfach irgendwo auf dem Bildschirm tippt. Und jetzt ist der Bildschirm halt rot geworden und jetzt gibt es doppelte Punktzahl. Das heißt, da lohnt es sich schon mal aufzusparen, weil da gibt es dann halt richtig satte viele Punkte. Wie gesagt, einfaches Spielprinzip, erinnert sehr an Tetris, ist aber leider, finde ich, nicht so süchtig machend, weil dafür mangelt es im Spiel halt einfach an Abwechslung. Okay, Tetris hat auch nicht unbedingt so viel Abwechslung. Aber, wie gesagt, sehr, sehr nett, auf jeden Fall mal reingucken, aber es ist kein Blockbuster. Okay. Die nächste Application kostet 79 Cent und nennt sich Zombie Hunter und dann in eckigen Klammern 7DA. Das hier ist das Intro. Und dieses Spiel, da gibt es sehr, sehr verschiedene von. Es gibt zum Beispiel Ei-Dracula gibt es da auch noch. Und es gibt Mini-Gore. Die funktionieren halt ungefähr nach dem gleichen Prinzip. Ihr seid halt so eine Überlebende und müsst euch gegen Zombies verteidigen. Ihr habt hier einmal einen Stick, mit dem ihr euch bewegen könnt. Und hier einen zum Schießen. Das heißt, das sieht man dann doch schon öfter. Ihr könnt einmal verschiedene Modi spielen. Hier einmal die Geschichte, hier unter History, dann könnt ihr Survival, da kommen halt einfach immer mehr Monster, ihr bekommt bessere Waffen und so und ihr müsst halt einfach überleben. Dann gibt es hier noch einmal die Optionen und dann noch hier die Punktzahl, die Scores. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Survival. Die Geschichte ist auch nicht so überragend. Es geht hier halt um so einen Virus und am Anfang muss man so eine Wissenschaftlerin beschützen und so weiter. Hier sieht man das Spielfeld und da kommen auch schon die ersten Zombies raus. Und damit wäre auch schon das ganze Spielprinzip erklärt. Hier oben sieht man noch, wie lange man überlebt hat, in welchem Level man ist. Und hier oben kann man noch die Waffe, glaube ich, wechseln und da wird hier halt angezeigt. Die Grafik ist, wie ich finde, schön geraten, aber irgendwie die Steuerung finde ich nicht so überragend. Und irgendwie, mir gefallen diese Spiele mit 2 Controllern sowieso nicht so gut. Also ich habe mir auch Meteor Blitz gekauft, wozu ich auch noch ein Review machen werde. Das überzeugt mich auch nicht so. Hier könnt einmal View Controls. Hier könnt ihr die halt noch immer verschwinden lassen, sodass sie halt ganz unsichtbar werden, hier diese. Und Auto Select, die Waffen halt. Und ihr könnt noch eine andere Kamera nehmen, Backkamera. Das wäre diese hier und die macht das alles halt auch noch ein bisschen spannender in 3D und so weiter. Aber das Doofe ist, man sieht die Zombies halt gar nicht mehr, wo die halt jetzt herkommen und die Steuerung wird noch unpräziser. Das ist Zombie Hunter. Nettes Spiel eigentlich, aber nicht so überragend, wie ich finde. Also für mir keine Kaufempfehlung. Das nächste nennt sich Atagolo und dieses Spiel ist sehr, sehr schwer zu meistern, wie ich finde. Ihr könnt ja einmal die Board Size, euren Namen und so weiter wählen. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Und jetzt seht ihr hier euer Board. Und ihr müsst jetzt immer solche, eure Steine sozusagen hinsetzen. Und wenn sich 2 auf einem befinden,
dann gehen die immer in die gegenüberliegenden Felder. Das heißt hier, zack, drei, und die fressen sozusagen dann immer so gleich die Gegner mit auf. Nettes Spielprinzip, aber irgendwie ist der Gegner wirklich viel zu stark. Man muss hier sehr viel taktisch denken, und taktisch denken ist irgendwie hier bei diesem Spiel nicht so ganz mein Ding. Sonst kann ich das natürlich sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich schon verloren. Okay, jetzt kann ich hier oben wieder auf neues Spiel gehen und so weiter. Damit wäre das ganze Spielprinzip auch schon erklärt. Also es ist, wie ich finde, nicht sehr einfach. Es ist schon richtig schwer. Man muss da ri sich richtig in die Materie einarbeiten. Und irgendwie dafür macht mir das Spiel irgendwie nicht genug Spaß. Also das ist Artagolo Free. Auf jeden Fall mal reingucken. Ist kostenlos. Ist halt eine Light-Version. Wenn es was kosten würde, also die Vollversion, würde ich mir dann eher nicht holen. So, und jetzt gibt es nochmal eine Application für 79 Cent. Die habe ich noch kostenlos gekriegt und die nennt sich Blue Block. Es gibt auch sehr, sehr viele Spiele, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, aber dieses App hat wirklich die meisten Level. Also es hat circa 40.000 Level, die in dieser Application zu finden sind. Und es gibt sechs Schwierigkeitsgrade, es gibt Kids und so weiter. Ich guck mal gerade, wie ich ins Hauptmenü komme. Genau. Es gibt hier einmal Kids, dann Easy, Medium, Hard, Expert und Crazy. Crazy, dann braucht man wirklich verdammt viele Züge. Und Kids ist halt noch sehr, sehr einfach. Die kann man wirklich ganz einfach lösen. Man muss manchmal nur zwei Steine verschieben und so weiter. Easy wird dann schon schwieriger. Und hier seht ihr Medium. Da gibt es die meisten Level 29.986. Das heißt, das ist dann eher so das, was man so, wo man schon richtig raten muss, aber was auf jeden Fall noch machbar ist. Ihr seht hier, ihr könnt dann halt immer hier die Blöcke verschieben, und hier oben werden die Moves gezielt. Hier ist unter Paar sind die man eigentlich brauchen sollte, und hier ist Level 1. Und hier seht ihr nochmal die Komplexität. Und jetzt muss man halt versuchen, diesen blauen Block hier rauszukriegen. Und das kann man halt nur, indem man diese ganzen Blöcke hier verschiebt. Ich glaube, ich nehme doch mal ein einfaches Level zum Demonstrieren. Okay. Dann seht ihr hier, ich muss den hier bewegen. Den nach oben. Und dann ist der auch schon draußen. Kann ich direkt auf Next Level gehen. Und so weiter. Das heißt, das ist richtig einfach noch. Natürlich, diese Application hat sehr, sehr viele Level, aber da gefallen mir doch andere besser, weil irgendwie, man hat zwar die ganzen Level, aber es sind wirklich wenige da, oder man findet diese Level einfach nicht, die einem wirklich Spaß machen, die richtig zu einem passen. Deswegen würde ich lieber etwas weniger Level bevorzugen, dafür aber direkt auf mich, ja, zugeschnitten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Application nennt sich Blue Block. Gibt es für 79 Cent im App Store und ist gut gelungen, aber ich denke, da gibt es bessere. Und jetzt seht ihr wirklich eine meiner Lieblings-Application. Die haben wir, glaube ich, im Audio-Podcast. iTouch Tester und ich, wir haben die da erwähnt, und die nennt sich Inkvaders. Und in diesem Spiel lauft ihr die ganze Zeit von links nach rechts und schießt Zombies ab. Damit wäre das Spielprinzip erklärt, aber es ist wirklich so ein geiles Spiel. Ihr habt hier einmal Play. Dann spielt ihr das normale durch. Endurance werden immer verschiedene Level ausgewählt. Scores und Punkte und so weiter. Ich gehe mal direkt auf Endurance. Resume. Ihr könnt euch dann immer noch bei Automaten neue Waffen kaufen und so weiter. Hier seht ihr einmal links, rechts könnt ihr gehen. Hier oben Punktzahlen mit euren Leben. Hier könnt ihr schießen. Hier könnt ihr noch die Waffen wechseln. Und hier könnt ihr noch hochfliegen. Jetzt kommen ja auch schon die ersten Gegner. Und man muss halt versuchen, das Ende zu erreichen, ohne dass man stirbt. Und in der Luft fliegen immer noch solche Punkte rum. Die könnt ihr natürlich einsammeln und solltet ihr auch tun. Weil dafür gibt es dann noch immer noch extra Geld, dass ihr dann in neue Waffen investieren könnt. Und ihr könnt auch noch immer solche Kisten hinter euch einsammeln und so weiter. Da ist dann auch immer noch was Verstecktes drin. Fürs Erledigen der Zombies kriegt ihr auch nochmal neue Sachen und so weiter. Ich muss leider Schluss machen, das Video ist voll, aber diese Application ist wirklich unglaublich. Kauft sie euch unbedingt, es ist eins meiner Lieblingsspiele im Moment. Naja, ich muss Schluss machen, viel Spaß noch.